Hallo und herzlich willkommen zu Ostriff. Ich bin Okanoxon und werde euch heute weitere Teile dieses Spiels zeigen. Ich starte hier mit der Top-Down, also mit der Ansicht, mit der Vogelperspektive. Letzten Folge haben wir ein bisschen Ernte eingebracht. Wir haben weiter Geld gemacht. Ihr könnt sehen, obwohl wir ein bisschen was verkauft, auch eingekauft haben und den Leuten gespendet haben, die hier wohnen, die wenig hatten, sind wir jetzt wieder in der Lage, deutlich über 1000 Geld in der Schatzkasse, also in der Staatskasse, Dorfkasse zu haben. Momentan ist immer noch Ernte, ich zoome da mal rein. Dieses Feld muss abgeerntet werden und da muss ich was Neues säen. Ich denke, etwas, das diese beiden Nährwerte, den orangen, roten und den grünen Nährwert beinhaltet, kann ich ohne weiteres noch anpflanzen. Und da muss aber möglichst bald das hier fertig werden. Ich denke, das kann ich sogar noch etwas weiter nach vorne schieben. Und den Stall habe ich, glaube ich, in der letzten Folge pausiert und nach hinten versetzt. Eine weitere Brücke ebenso, da wir hier noch mit über 15.000, fast 16.000 Kalkstein, also roher Kalkstein, noch genügend haben. Wir haben hier noch 10.000 und hier nochmals über 10.000. Und dafür brauchen wir diese Brücke, damit sie nicht hier rumlaufen. Ich denke, die kann ich auch ein bisschen nach vorne verschieben, da wir momentan noch keine Ochsen haben, auch wenn das für nächstes Jahr durchaus ein nobles Ziel wäre. Keine aktiven Deals. Auch hier keine aktiven Deals. Das heißt, ich kann das hier mal rausschmeißen. Das geht dann an die Bevölkerung. Und wir starten mal. Ich glaube, ich beschleunige sogar ein bisschen. Und ich schaue nach, oh oh, Moment, etwas langsamer. Die hatten doch auch schon mal mehr. Irgendwie läuft das Spiel jetzt ganz anders ab. Die haben immer noch 200. Die haben auch nicht allzu viel. Den gebe ich auch etwas mehr. Die hier bekommen auch mehr. Die nicht. Die auch nicht. Das machen wir jetzt halt in jeder Folge schon fast. Weil ich gerne auch etwas Geld in der Kasse habe, um zu handeln. Kommt auch etwas, die hier auch, die nicht, die schon und die auch nicht. Die sind fast wieder, haben sich fast wieder erholt. Der hier ganz. Da ist noch nicht ganz. Hier auch noch nicht ganz. Und hier fehlt auch links beim orangen, roten Nährwert auch etwas. Und unsere Stadt wird immer größer. Wird wirklich langsam zu einer. Ist nicht mehr nur das klitzekleine Dorf, gerade genügend Häuser für ein paar Bewohner hat, sondern wir sind bereits
durchaus angewachsen. Einige dieser künstlich gepflanzten Bäume sind durchaus größer geworden. Trinkwasser, ja gut, es geht so. Oh, ein Händler aus einer anderen Stadt mal ausnahmsweise. Die möchten auch Sonnenblumenöl haben. Na gut, das liefere ich denen jetzt nicht, weil ich selbst unter 1000 habe. Das Geld geht ein bisschen nach unten, scheinbar, aber das macht jetzt nichts fürs Erste. Holzkohle 800. Da müsste ich eigentlich genügend haben. Ja, ja. Schuhe habe ich zu wenig, Kleider habe ich gar nichts, aus irgendeinem Grund. Dann Eier, naja, ich glaube, da habe ich auch nicht allzu viel. Und zumindest nichts im Lager. 7 Eier hier, aber auch nicht allzu viel. Und Buchweizen habe ich zurzeit auch kaum was. Ich kaufe 500 Mehl ein. Getrockneter Fisch und Kartoffeln kommt noch. Aber getrockneter Fisch gibt es nicht im Hof, gibt es 300. Dann Kartoffeln. 800, das mache ich alles für meine Bevölkerung, nicht für die Reichen, sondern für alle. Und Salz kommt auch noch mal 500 rein. Eisen muss ich nachschauen. Habe ich zwar noch ein bisschen. Na gut. Ein bisschen was brauchen die schon. 400.
Da bekommen wir wenigstens noch ein bisschen was rein. Das Geld reicht zwar. Und hier müssen wir warten, bis da ein paar neue Leute einziehen. Ich hoffe, die holen alles rein, was rein geholt werden muss. Und das noch bevor der Winter einbricht, Ende diesen Monats. Wir bekommen auch etwas Finanzhilfe für den Anfang. Wir haben bereits 116 Bewohner hier vor Ort. Der holt mir noch vermutlich diese 800 Holzkohle ab. Da schaue ich mal, noch einen anzuheuern. Da ist jemand. So, und jetzt hat der Winter angefangen. Beeilt euch, Leute. Na, mit dem Wintereinbruch und dem vielen Handeln, denke ich, beende ich diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und es geht euch gut. Wir sehen uns. Bis bald.